Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA 5 bzw. GTA Online. Denn Rockstar Games hat endlich mal News rausgehauen zu GTA 5, die erweiterte Edition. Und Leute, haltet euch fest, GTA 6. Wie geil ist das denn, Leute? Aber ich würde euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die ich überhaupt gar nicht kenne, abonniert mich und verpasst die krassesten Informationen rund um GTA. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Denn Rockstar Games hat das erste Mal seit langem Informationen rausgehauen zu GTA 5, die erweiterte Edition und GTA 6. GTA 6 machen wir am Ende des Videos. GTA 5, die erweiterte Edition. Kurz für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Rockstar Games hat ja GTA 5 schon auf der PS3 rausgebracht und jedes Mal, wenn es eine neue Konsolengeneration gab, also PS4 bzw. jetzt PS5, genauso wie bei der Xbox, hat Rockstar Games GTA 5 praktisch den Konsolen angepasst, beziehungsweise das Spiel an der Hardware-Komponenten angepasst, damit das Spiel besser läuft, flüssiger läuft, schnellere Ladezeiten. Gut, bei PS4 war das irgendwie nicht der Fall, aber generell einfach besser und schöner. Und genau das, Leute, haben die jetzt hier auch vor mit der GTA 5 erweiterten Edition. Denn die erweiterte Edition soll natürlich auf 4K laufen mit 60 FPS, soll natürlich eine bessere Textur bzw. Sichtweitenverbesserung, Raytracing haben, soll HDR-Optionen haben, soll besseres 3D-Audio-Erlebnis haben und natürlich auch bessere Ladezeiten. Je nach Konsolentyp wird es auch ein besseres haptisches Feedback geben über den Controller zum Beispiel. Und das Wichtigste zuerst, Leute, das Spiel erscheint am 15. März. Und es wird eine GTA Online Standalone-Variante geben. Das bedeutet, ihr könnt euch GTA Online, so gesehen nur GTA Online kaufen, ohne dieses Story-Modus. Also so gesehen wird Story-Modus und GTA Online mehr oder weniger aufgeteilt. Das Coole hier dran ist einfach, dass GTA Online, die erweiterte Edition, für alle die ersten 3 Monate kostenlos sein wird. Das bedeutet, ihr könnt es in diesen 3 Monaten kostenlos spielen und danach wäre es theoretisch kostenpflichtig. Warum kostenpflichtig und warum nur theoretisch? Naja, Leute, wenn es in den ersten 3 Monaten, wo es kostenlos war, gespielt habt, bleibt es kostenlos. Sprich, spielt es einfach mal kurz an und behaltet es für immer. Richtig geile Aktion, Rockstar Games. Auf jeden Fall fettes Pluspunkt an dieser Stelle. Aber gut, Leute, was für Neuerungen können wir denn generell erwarten? Wir können auch schon wie auf der PS3 zur PS4 jetzt hier auch von der PS4 zur PS5 unseren Online-Charakter übertragen. Ist ja generell nichts Neues. Was hier aber tatsächlich sehr neu ist, dass wir auch den Story-Modus-Fortschritt übertragen können. Das bedeutet, wir können nicht nur den Online-Teil übertragen, sondern das komplette Spiel. Was ich persönlich ziemlich cool finde, da mich das damals tatsächlich sehr genervt hat, dass ich meinen PlayStation 3-Stand nicht übertragen konnte auf der PlayStation 4, also den Story-Modus-Stand. Fand ich damals tatsächlich sehr blöd und sehr coole Sache, dass ich es jetzt hier geändert habe. Was hier auch neu sein wird, Leute, dass wir tatsächlich den Story-Modus-Prolog überspringen können, denn ihr kennt sicherlich die Meldung, Leute, dass ihr nicht GTA Online spielen könnt, solange ihr den Prolog nicht gespielt habt. Und das haben sie jetzt auch gefixt. Das bedeutet, wir können tatsächlich den Prolog überspringen bzw. direkt in GTA Online rein, ohne jemals Story-Modus gespielt zu haben. Eine sehr gute Funktion und damit können wir direkt ins Geschehen zu GTA Online. Aber apropos Prolog und GTA Online, die wollen tatsächlich einen neuen GTA Online Trailer rausbringen. Das bedeutet einen neuen GTA Online Prolog, der zeigt, wie GTA Online ist. Denn der alte GTA Online Trailer ist tatsächlich noch von der PS3. Also da, wo noch alle schön mit ihren Supersportwagen gemeinsam auf der Straße fahren können und alle Spaß haben und nichts passiert. Und naja, Leute, das ist ja heutzutage sehr realitätsfremd, denn heutzutage GTA Online ist ja gefühlt alles ein Waffenfahrzeug. Sprich, das neueste GTA Online Trailer wäre eigentlich nur, du spawnst in GTA und wirst sofort von der Oppressor MK2 genervt, getötet oder von einer Orbitalkanone getötet oder von sonst irgendwas getötet. Das wäre doch ein realistischer Trailer für GTA Online. Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber gut, Leute, wir werden tatsächlich auch richtig krasse Neuerungen bekommen in Sachen neuer Charakter erstellen. Denn für Leute, die sich einen neuen Charakter erstellen bzw. generell neu sind in GTA Online, wird es so gesehen einen Karrieremodus geben für diesen Online-Charakter. Das bedeutet, ihr könnt zwischen 4 Varianten auswählen. Einmal Motorradclub, einmal Geschäftsführer, wird wahrscheinlich so eine Art CEO sein. Das andere ist Nachtclubbesitzer und Waffenschmuggler. Das sind die 4 Karrieremodi, die ihr haben könnt. Und was bringt euch so ein Karrieremodi? Naja, ihr kriegt auf einmal hier eine Finanzspritze, ihr kriegt eine Immobilie passend zu eurem Modi wahrscheinlich, ihr kriegt ein leistungsstarkes Fahrzeug, was auch immer leistungsstark bedeutet, und ihr kriegt auch Waffen.
Rockstar Games hat jetzt nicht genau gesagt, was ihr bekommt oder wie viel ihr bekommt. Und ihr wisst jetzt nicht, wie viel Geld ihr jetzt bekommt. Aber Leute, ich fand das generell trotzdem super. Da es tatsächlich für komplette Neuanfänger sehr schwer ist, in GTA Online überhaupt Fuß zu fassen, da mittlerweile ja alles so krass teuer geworden ist. Andersrum muss man natürlich auch dazu sagen, dass es den Spielspaß natürlich deutlich fördern wird für neue Spieler. Was wird es sonst noch Neues geben in GTA Online? Was neu hinzugefügt wird im LSK-Meet ist House Special Works. Das ist eine neue Autowerkstatt im LSK-Meet und dort können wir tatsächlich Fahrzeuge nicht nur tunen, also so gesehen neuer Spoiler, den wir sonst nicht tunen könnten. Nein, wir können hier Leistungsverbesserungen machen. Das bedeutet bessere Beschleunigung, bessere Endgeschwindigkeit. Das stelle ich mir drunter vor. Die haben noch nichts gesagt, was genau das sein wird. Aber Leistungsverbesserung sagt ja eigentlich schon viel aus. Und wir können hier tatsächlich 5 bestehende Fahrzeuge Leistungsoptimierung unterziehen und 5 neue Fahrzeuge. Hier seht ihr mal ein Bild von neuen Fahrzeugen, die bald hinzugefügt werden auf der neuen Plattform. Und Leute, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf den Pontiac GTO, denn der sieht eigentlich sehr fresh aus. Aber gut, könnt ihr mal schreiben, auf welches Fahrzeug ihr denn euch freut. Aber Leute, was wird es in Richtung Content für uns denn geben auf der Next-Gen-Konsole? Natürlich wird es weiter Updates geben für GTA Online. Zum Beispiel, wenn ihr euch mal erinnert, 2020 das Summer Special DLC war jetzt ja nicht so das krasse DLC, war ja nur ein paar Fahrzeuge. Und eigentlich war das DLC komplett anders geplant, denn das hat man tatsächlich in den Codings gefunden. Es wurden nämlich ein paar Fahrzeuge rausgecuttet aus dem DLC, die nie veröffentlicht wurden. Und man sagt, das ist alles nur Spekulation, aber man sagt, dass eigentlich das Polizei-Update kommen sollte. Da aber zu diesem Zeitpunkt sehr viele Proteste in den USA wegen Polizeigewalt gab, da hat Rockstar Games sich dazu entschieden, natürlich das DLC nicht rauszubringen, was ich irgendwie verstehen kann, ne, PR und so. Aber das erhöht natürlich wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Polizei-DLC auf den nächsten Konsolen bekommen werden. Denn Rockstar Games hat tatsächlich was rausgehauen im Thema GTA 6. Denn die haben sich hierhin geschrieben, dass sie sich freuen, jetzt hier bestätigen zu können, dass sie am nächsten GTA-Teil arbeiten. Das bedeutet, ja, was bedeutet das eigentlich? Naja, ganz einfach, Leute, dass sie gesagt haben, ja, wir machen diesen Titel, aber die haben nicht gesagt, wie weit die sind. Denn, mal ganz ehrlich, Leute, die werden wahrscheinlich so gar nicht weit sein. Die sind wahrscheinlich noch in der Planungsphase, ne? Denn die haben ja keinen Druck. GTA Online läuft super, Geld fließt. Warum die Gans töten, die goldene Eier legt? Ist doch ganz klar. Aber natürlich freue ich mich persönlich auch sehr auf GTA 6 und hoffe, dass es auch bald rauskommen wird. Gut, was heißt bald? Also ich rechne mit 5 Jahre, dass wir GTA 6 in der Hand halten dürfen. Denn so lange wird auf jeden Fall GTA Online noch gut weiterlaufen, solange sie weitere Updates bringen. Ist ja klar und natürlich auch mehr Geld scheffeln. Aber gut, Leute, das waren erstmal die Informationen kurz und knapp gefasst. Was denkt ihr über die GTA 5 Erweiterte Edition? Findet ihr super oder so? Na gut, brauche ich das jetzt wirklich? Und was haltet ihr von GTA 6? Freut euch drauf oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber gut, Leute, ich bin mal raus. Euer Bombard. Ciao.